Hallo, heute gibt es ein Video, bei dem ihr mir zuschauen könnt, wie ich meine Küche aufräume und sauber mache. Ihr seht, es hat sich einiges an Geschirr angesammelt, das muss in die Spülmaschine eingeräumt werden und dann müssen auch noch die Arbeitsplatten sauber gemacht werden. In einem meiner nächsten Videos geht es dann speziell um die Geschirrspülmaschine, wie man die am besten reinigt. Man sollte ja die ab und zu mal auch komplett grundreinigen. Da werde ich dann das Sieb rausmachen und sauber machen und auch die Körbe, die drin sind. Ich werde dazu dann auch einen speziellen Reiniger benutzen, der extra für die Geschirrspülmaschine ist. Man sollte so einen Spezialreiniger ja alle paar Monate mal verwenden, damit sich keine Fettablagerungen bilden. Doch zuvor steht jetzt noch mal ein Waschgang an. Ihr seht es, sehr viel Geschirr hat sich angesammelt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen.
Musik.